Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hey, diesmal ein privates Thema. Kannst du dich noch an die E-Mail an meinen Freund in Deutschland aus einem der vorherigen Videos erinnern? Ja, klar. Er hat ja auch geantwortet. Und stell dir vor, ich fahre heuer gemeinsam mit ihm und noch ein paar anderen Freundinnen und Freunden auf Urlaub. Wir wollen den Urlaub online planen und ich werde das organisieren. Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich schlage vor, dass du dabei Folgendes machst. Erstelle einen Doodle für einen Online-Stammtisch und schicke dann E-Mails an deine Freundinnen und Freunde mit einem Link für ein Skype-Meeting und ein Google-Doc, wo ihr die Ideen für den gemeinsamen Urlaub sammeln könnt. Okay, das klingt gut. Dann legen wir mal los. Also, ich logge mich mit meiner neuen E-Mail-Adresse ein. Ah, ja, das ist der Posteingang. Und ich habe eine ungelesene Nachricht. Mein Bekannter hat mir geantwortet. Das freut mich. Ich werde ihm antworten und einen Doodle mitschicken. Wie öffne ich nochmal ein zweites Browserfenster, um den Doodle zu erstellen? Du meinst einen neuen Tab? Also eine Art neues Fenster, auch ein Reiter genannt? Dazu klicke auf Neuer Tab oder nimm die Abkürzung Steuerung T. Ein Doodle ist eine Webseite, mit der man ganz einfach Umfragen erstellen oder Termine koordinieren kann. Beginnen Sie mit plus Doodle erstellen. Jetzt geben Sie den Anlass an, zum Beispiel Online-Stammtisch für Urlaub. Bei Ort wird Ihnen unter anderem auch Skype vorgeschlagen, den wir in unserem Beispiel auswählen. Klicken Sie auf Fortfahren. Hier wählen Sie nun Monatsansicht. Damit können Sie mehrere Tage auf einmal auswählen. Wählen Sie ein Datum, zum Beispiel 3. bis 9. Mai 2021. Rechts können Sie die Uhrzeit dazu auswählen, zum Beispiel Start um 19 Uhr. Dann klicken Sie auf Fortfahren. Jetzt könnten Sie noch weitere Einstellungen vornehmen bzw. auswählen, zum Beispiel, dass die Teilnehmerinnen nur eine Option wählen können. In unserem Beispiel lassen wir das aus und fahren fort. Tragen Sie noch Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, damit die anderen wissen, dass die Umfrage von Ihnen kommt. Und schon sind Sie fertig mit dem Doodle. Sehr gut, der Doodle ist erstellt. Nun kann ich den Link zum Doodle kopieren, um ihn in meine E-Mail einzufügen. Ich gehe zurück auf den ersten Tab, in dem Gmail geöffnet ist. Ich klicke auf Antworten, es öffnet sich ein kleines Feld und ich kann meinem Freund nun antworten. Du wolltest noch den Doodle einfügen. Ah, ja stimmt. Wie mache ich das denn gleich? Den Doodle-Link hast du ja gerade kopiert. Mach nun einen Klick mit der rechten Maustaste und klicke auf Einfügen. Es gibt dafür aber auch einen sogenannten Shortcut, also eine Tastenabkürzung. Wenn du STRG und V gleichzeitig klickst, dann macht das Gleiche. Siehst du? Da ist der Link. Super, danke. Nun schreibe ich die E-Mail an meinen Freund Max und die anderen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe einen Doodle erstellt. Könnt ihr bitte bis nächsten Freitag doodeln, welcher Tag am besten für ein Skype-Meeting passt? Hier der Link zum Doodle. Liebe Grüße. Ein Link ist eine Verknüpfung. Er verbindet meistens einen Text mit anderen Texten oder Webseiten. Wenn die Besucherinnen einer Internetseite auf einen Link klicken, kommen sie zu einer anderen Seite. Links auf Webseiten sind normalerweise leicht erkennbar. Oft werden sie als Text in blauer Farbe angezeigt. Wenn Sie mit der Maus auf den Text fahren, dann wird das Maussymbol zu einer Hand. Sie können nun den Link anklicken oder Sie klicken mit der rechten Maustaste darauf und wählen Link in einem neuen Tab öffnen. Dann öffnet sich ein neuer Tab im Browser und Sie können auf der aktuellen Seite bleiben. Neben Texten werden aber immer öfter auch Bilder oder andere Elemente als Link verwendet, um auf weitere Inhalte anderer Webseiten zu gelangen. So, jetzt haben schon alle teilgenommen an der Doodle-Umfrage. Perfekt. Nachdem ihr euch auf einen Termin geeinigt habt, kannst du den Skype-Link für das Online-Meeting per E-Mail versenden. Genau, okay. Ich öffne zunächst Skype im Browser. Skype ist eine Möglichkeit, über das Internet mit anderen Personen mittels Text und oder Video zu kommunizieren. Dazu kann Skype als eigenes Programm am Computer, aber auch im Browser verwendet werden. Im gezeigten Beispiel wird Skype über den Browser verwendet, da dies die einfachste Variante ist. Öffnen Sie Skype im Browser, setzen Sie dazu eine Besprechung an und wählen Sie den Namen. Hier zum Beispiel Urlaubsplanung 2021. Klicken Sie dann auf Kostenlose Besprechung starten. Dann wird ein Link erstellt und Sie können hier auf Einladung teilen klicken. Es öffnen sich einige Optionen. Sie könnten zum Beispiel auf Gmail klicken, dann öffnet sich ein neuer Tab.
Da im gezeigten Beispiel Gmail aber schon geöffnet ist, klicken Sie auf Link teilen ganz oben. Diesen Link können Sie nun überall einsetzen, wo Sie möchten. Den Skype-Link habe ich jetzt schon. Als nächstes brauche ich noch eine Möglichkeit zum gemeinsamen Ideen sammeln. Hast du eine Idee, wie wir am besten die Ideen sammeln können? Was war das nochmal zu Beginn? Ja, es gibt Programme, man sagt auch Online-Tools dazu, die dafür ganz gut geeignet sind. Zum Beispiel Pads oder auch Google Docs. Google Docs ist so ähnlich wie das Schreibprogramm Word, nur dass mehrere Personen gleichzeitig darin arbeiten können. Versuchen wir das einmal. Ah, das sieht aus wie ein Word-Dokument. Damit habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Genau, und es funktioniert auch ähnlich. Nachdem Google Docs und Gmail zur gleichen Firma gehören, brauchen wir uns hier nicht noch einmal neu registrieren oder anmelden. Wir können es einfach verwenden. Schau, wir können dem Dokument hier einen Namen geben, zum Beispiel Urlaubsplanung 2021. Jetzt müssen nur noch die anderen Zugang dazu bekommen. Ja, das wäre gut. Um einen Google Doc für andere Personen freizugeben, klicken Sie hier auf Freigeben. Danach können Sie entweder hier die E-Mail-Adressen der Personen angeben oder hier den Link kopieren und diesen dann für eine E-Mail an diese Personen verwenden. Sie können auch auswählen, ob die anderen Personen nur zugreifen oder auch bearbeiten können. Ich kann jetzt den Google Doc-Link und den Skype-Link von vorhin in die E-Mail einfügen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Doodle hat ergeben, dass Mittwoch 19 Uhr der beste Tag für unser Skype-Treffen ist. Unter diesem Skype-Link könnt ihr am Stammtisch teilnehmen. Klickt am Mittwoch 5 Minuten vorher drauf. Wenn ihr das Programm Skype habt, dann öffnet es sich automatisch. Und wenn nicht, könnt ihr im Browser teilnehmen. Ich habe mir auch erlaubt, ein Google Doc zu erstellen. Tragt dort eure Ideen ein, wo ihr am liebsten hinfahren wollt. Wir können das dann beim Stammtisch besprechen. Ich freue mich, bis bald. In diesem Video haben Sie gelernt, wie man einen Doodle erstellt und damit einen Termin festlegt. Sie haben gelernt, wie Sie ein Skype-Meeting und einen Meeting-Link erstellen und verschicken können. Sie haben gelernt, wie man ein Google Doc zur gemeinsamen Zusammenarbeit erstellt und darin arbeitet. Und wo würdest du denn gern Urlaub machen? Frag mich lieber, wo nicht? Solange der Strand und die Sonne nicht virtuell sind, habe ich keine weiteren Ansprüche. Naja, fast.